Moin moin, liebe Seniors, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Wir wollten uns die Schaltung jetzt hier, die mir gesponsert wurde, einmal ein bisschen angucken. Eins der Probleme kann sein, und ich denke mal, das ist das Problem tatsächlich, wir haben nicht genug Strom. Das heißt, bevor wir uns das angucken, um rauszufinden, wie es funktioniert, brauchen wir gesättigten Strom. Es kann gut sein, dass das der einzige Grund ist, warum die Schaltung gestolpert ist. Denn Decider und arithmetische Kombinatoren verbuggen, wenn... Sag schnell, wenn kein Strom da ist. Dann können die nicht arbeiten, wie sie eigentlich sollen. Na? Deshalb bauen wir hier einfach nochmal einen Reaktorblock hin. Copy-Paste, easy-peasy. Und schauen mal gleich, wie das wird. Hier zwischen kommen ein paar Lampen, weil Lampen verbrauchen so viel schönen Strom. Den bauen wir da hin. Dann kommen hier einmal ein paar Mauern rum und dann ist das gut. Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein bisschen Munition hier in die Geschütztürme packen. Beziehungsweise es scheint so, als wenn ich sogar Geschütztürme selber erst noch kurz holen müsste. Da oben fehlen noch ein paar. Snacken wir also nochmal ganz kurz. Munition. Aber es heißt. Munition kurz holen. Wird hier oben produziert und wird hier irgendwo in eine Kiste geschmissen. Wird es in eine Kiste geschmissen? Ja, theoretisch wird es hier oben in eine Kiste geschmissen. Ich sehe es doch. Ja. Nehmen wir mal die Hälfte mit, das sollte erstmal reichen. Damit kommen wir schon relativ weit. Ja, ja, aber nee, das ist okay. Wenn wir zu wenig Strom hatten, dann haben die Zähler nicht funktioniert. Und wenn die Zähler... Hallo Solarzellchen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir auch. Und wenn die Zähler nicht funktionieren, kannst du dich halt auch nicht darüber wundern, dass das Ergebnis nicht stimmt. Das... Dann wird ach, genau. Türme wollte ich auch holen. Dann wird die Schaltung okay sein. Ganz einfach. Dann wird die Schaltung okay sein und das Problem liegt an den... an der Stromversorgung. Ist mein Best Guess gerade. Hier oben sind die Geschütztürme. Hier. 100 Stück nehmen wir mit. Wird nachproduziert. Alles gut. Die Geschütztürme, die hier drin sind, haben noch gelbe Munition. Zu einem großen Teil. Das ist natürlich nicht so cool. So. Machen wir da eine kleine Wand hin. Bauen die einmal auf. Und dann machen wir ganz, ganz entspannt weiter hier. Eins. Hier oben fehlen noch ein paar. Pop, 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 pop. Überall 100 Munition rein. Okay, für den aktuellen Stromverbrauch, glaube ich, reicht die Kohle. Was wir natürlich noch brauchen, ist hier so ein süßes, eine süße Offshore-Pumpe quasi. Die klatschern wir einmal hier rein und dann müsste unser Strom jetzt auch wieder gut aussehen. Am Tag sowieso, weil die Solarzellen jetzt anfangen zu ballern und davon haben wir ja auch schon mal ein paar. Wenn auch noch nicht so viele. Aber, ja. So. 12, 5. Ja. Ich bin der Meinung, 72, ne, sollten die insgesamt produzieren können. 40 Stück machen 36, glaube ich, und 2 mal 36 sind 72, ne? 72 Megawatt sollten wir Leistung haben. Und das ist okay. So, dann laufen wir nochmal zurück, gucken uns jetzt die Schaltung. Jemals, für deine Beförderung musst du noch 0 XP sammeln. Ja, du bist halt on top of the world, mein Bester. Ja. Ich glaube, case-sensitive Glücksdruide. Ich glaube, du musst es kleinschreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Interessant ist auch, dass er das Signal zweimal bekommt. Ich weiß auch nicht, warum er das hier einmal mit Rot und einmal mit Grün gemacht hat. Das erschließt sich mir auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist ein Zickzack-Muster. Was hier quasi passiert, ist, dass hier 2M losgeschickt werden. Hier kommt 2M an, da kommt 2M an, da kommt 2M an und so weiter. Hier kommen überall immer in den Förderbändern 2M an.
Aber beide Kabel laufen hier hinten rein. Das heißt, hier kommen 4M an. Das wird hier durchgeschossen. Und das heißt, wenn ich das jetzt aktiviere, laufen davon jetzt 4 Stück durch. Ja, 4 Stück und dann ist... Ja, guck mal, es laufen immer wieder welche durch. Seht ihr das? Unabhängig davon, ob auch andere Farben durchlaufen. Das heißt, wenn mal was nicht schnell genug produziert wird... Daran liegt das, glaube ich. Guck mal, so funktioniert die Spaltung auch nicht gut. Moment. Ja. Das ist auch nicht zielführend. Das ist nicht richtig. Guck mal. Es laufen zwei davon. Das ist quasi mehr ein Timer, der dafür sorgt, dass hier immer nur 4 gleichzeitig drin sind. Aber er vergleicht gar nicht. Es passiert hier kein... Guck mal, seht ihr das? Wir haben 74 schwarze, 76 schwarze, 80 schwarze. Aber er dürfte eigentlich keine schwarze hinterher schieben, solange nicht rote oder grüne hinterher geschoben wurden. Das heißt, das ist nicht gut. Das ist nur so eine Art rhythmischer... soll ich denn sagen? Rhythmischer... Timer. Das ist eigentlich keine Lösung für unser Problem. Will ich es jetzt nochmal selbst probieren, ist die Frage. Na komm, ich hab's letztes Mal, war ich zu müde, ich probiere es nochmal. Angenommen, hier kommen rote Tränke rein. Ja, ich probiere es jetzt einfach nochmal, ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Mich ärgert das. Ich muss da eine Lösung für das Problem finden. Ja, also alle, die jetzt zugucken, was genau will ich versuchen rauszufinden? Ich möchte eine beliebige Anzahl von Förderbändern, die auf ein Förderband drauflaufen, jetzt erstmal da einfach halt halber. Und ich möchte das... Machen wir mal vielleicht so. Roboter, bitte. So, und ich möchte, dass die gleichmäßig darauf laufen. Schritt 1 macht Sinn. Schritt 1 wäre quasi einmal bitte... So. Auslesen, was kommt hier rüber. Ja? Read, Bell, die dürfen immer funktionieren, aber lesen aus, was rüberläuft. So, egal was da rüberläuft, es wird ausgelesen. Gut. Das muss ich irgendwo hinschicken. Und das muss ich irgendwie zählen. Ich möchte das zählen im Grunde so wie hier. Dass es hier gezählt wird, ist ja schon gut. Gibt der das an sich selbst weiter? Nee. Der gibt das an sich weiter. Ja, das ist okay. So, im Grunde kann ich da den Aufbau benutzen. Im Grunde sage ich jetzt also, das, was hier rüber geschubst wird. Was ist los? Bau den Komplex woanders hin mit Sushi. Nein, ich kann nicht mit Sushi bauen. Ich kann ja nicht mit Sushi. Ich habe hier keinen Platz für Sushi. Das ist eine Endstation. Hier, da ist vorbei. Da ist vorbei. Es gibt keinen Sushi. Es gibt nur eine Sackgasse. Deshalb muss es funktionieren. So. Hier sagen wir, alles, was du zählst, rechnest du mal 1. Und gibst uns das als alles raus. Dadurch werden das halt positive ganze Zahlen. So. Das schubsen wir hier rüber und sagen dem, alles, was bei dir ankommt, und solange das, was bei dir ankommt, über 0 ist, gibst du uns das aus, was bei dir ankommt. Und zwar Input, ja. So, was ich mich jetzt frage ist... Warum der nicht in die Unendlichkeit zählt? Wenn ich da nämlich jetzt irgendein Signal reinschmeiße, sagen wir zum Beispiel, ich schmeiße da jetzt einen roten Trank rein, müsste ja eigentlich sagen, ja, es kann sein, dass es reinrutschen muss. Also wenn ich da jetzt einen roten Trank reinschmeiße, warum sagt er mir hier nicht jetzt roter Trank? Ja, guck, er arbeitet hier auch überholt und das macht halt keinen Sinn.
Ich weiß, wie ich es hinbekomme. Okay, eine komplett andere. Jetzt ist mir ein Geistesblitz gekommen. Deshalb habe ich kurz nicht geredet. Pass auf. Was wir machen können, ist folgendes: So, 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 so und so. Dann so. Ah! Ah! Fuck are you! Fuck are you! So, okay. Jetzt sagen wir. Scheiße, ich mach. Einfach so. Verbraucht mehr Kabel, als es müsste, aber ist schon okay. So. 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 Und dann immer hier noch die Ecken mit. Und dann haben wir einen perfekten Kreislauf, okay? Easy. Das ist jetzt richtig die einfachste. Der einfachste Shit ever. Ja? Wir sagen, du liest aus, und zwar immer, was du hast. Und zwar alles. Alles, was du hast, liest du aus. Achso, ihr lauft immer, ihr lauft immer. Ja, ihr lauft immer, gar kein Problem. So. Okay, ihr lauft immer. Und ihr lest aus, was ihr habt. Und dann läuft das hier im Kreis. Dann tun wir... Ich weiß noch nicht, ob ich einen Filter nehme. Im Grunde einen ganz stinknormalen Greifer haben. Hin. Der das da hinkackt. So, okay. Dann. Machen wir so. So. Und so. Verkabeln die. Miteinander. Im Grunde auch mit Grün. Also ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt richtig simpel. So. Ja, und jetzt sagen wir jetzt, du funktionierst nur, wenn deine Mutter nach Käse riecht. So. Du funktionierst nur, ficke dich die dumme Kuh, wenn Flaschen da unter 4. Sechs. Dasselbe machen wir da und da auch. Schneiden den aus und machen den daran. Sagen hier grün und sagen hier schwarz. Ach so, ich sollte dann das noch miteinander verkabeln. So. Sagen wir das nochmal kurz alles weg. So, was passiert? Also ganz einfach erklärt, wir zählen hier 6 rote Tränke. Warum eigentlich? Achso, weil... Moment. Weil wir jetzt auch zählen, was da drauf ist. Nee, tun wir nicht. Guck mal hier, 6 Stück. So, was wird gefressen? Hey, das ist nicht weit weg. Kotzen. Oh, da waren schon große Aliens mit bei. Aber ich muss erst das eine hier zu Ende bringen. Ja, so viel Zeit muss sein. Hier rote Munition, dann klappt das gleich auch besser. Also, was passiert? Hier laufen jetzt 6 rote Tränke rum. Dasselbe passiert mit grün und schwarzen und es sind immer nur 6 drauf. Immer nur 6. Perfekt. Wenn ich jetzt den ganzen Strom gebe... Ah, das bringt auch eine Reihe mit Problemen mit. So, ich gebe den ganzen Strom. Und jetzt läuft's los. Und alles, was er runtersammelt, kommt neu nach. Aber so kann ich halt nicht gewährleisten, dass es in der richtigen Reihenfolge kommt. Nur das. Na, guck, da sind jetzt noch keine grünen. Das ist echt tough. Und ja, woanders die Labore bauen wäre das leichteste, aber dann würden wir kein Sushi spielen hier, wenn wir einfach Gebäude umplatzieren. Ja, aber im Grunde ist es genau das, was wir wollen. Wir gehen jetzt runter und sagen,
1. Und dann haben wir es. Noch kleinen Moment, jetzt gucken wir mal. Ich sehe keine grünen. Warum schmeißt er keinen grünen rauf? Das ist ein Problem. Ich glaube, eins ist zu wenig tatsächlich. Kann das sein? Ein rotes, ja. Achso, ich habe kleiner als 1 gesagt, ja. Das ist natürlich kleiner als 2, muss es sein. Kleiner als 2, kleiner als 2. Ich hätte auch kleiner gleich oder gleich machen können. So, solange es kleiner gleich 2 ist. So, und jetzt müsste es funktionieren. Von jedem immer nur 2 Stück drauf. Sobald die weggesammelt werden, kommt Nachschub. Und das kriegt man dann natürlich auch noch ein bisschen besser hin, wenn man zum Beispiel hier einfach 3 Stück macht. Dann kriegen die nämlich auch jede Farbe definitiv eingesammelt. Ja, sogar so. Okay. So funktioniert's. Ich sag nicht, dass das gut ist oder schnell. Ich sag nur, dass es so funktioniert. Interessant, dass immer Schwarze irgendwie im Doppelpack reinkommen, ne? Es würde perfekt, es ist die perfekte Reihenfolge, nur Schwarz kommt immer 2. Warum? Weil Schwarz doppelseitig ist. Ja, das macht Sinn. Das behebe ich, indem ich so mache. Ja? Jetzt ist Schwarz auch nur halbseitig und es kommt davon auch immer nur einer rein. So. Das Ganze verkürzen wir jetzt, indem wir das hier wegschnibbeln. Und das Ganze dahin machen. Das Ganze weg. Und ich gucke euch in den Chat. Mach es doch so, nur nicht als Kreislauf, sondern direkt an das Band und dann mit einem arbeiten. Ja, aber dann haben wir genau dasselbe Problem wie davor, oder nicht? Ich brauche den Greifarm. Ich kann es nicht direkt als Förderband machen. Wenn wir es nicht mit einem Förderband, wenn wir es nicht mit einem Greifarm machen, meine ich, dann haben wir dasselbe Problem wie davor. Das geht nicht. Es geht nur so. Und jetzt geht es nicht, weil die nicht miteinander verbunden sind hier. So. Jetzt geht's wieder. Muss mal einmal alles wegsammeln. So, jetzt gucken wir mal das Resultat an. Jetzt wird gearbeitet hier. Zwei davon, da. Ja, guck mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hört auf zu funktionieren, wenn irgendeine von diesen Flaschen leer läuft. Tut's ja aber nicht. Tut's ja aber nicht. Lass das jetzt hier rüberlaufen, dann bin ich glücklich mit der Welt. Können wir weiter forschen. Bis das da drüben ankommt, muss ich aber nochmal einmal die Labore wegreißen. Wie gesagt, das bringt auch eine Reihe von Problemen mit sich. Die eleganteste Möglichkeit wäre definitiv einmal hier auszulesen, was weggenommen wird und dann zu gucken, wie viel insgesamt unterwegs sind und das dann so zu machen, aber so geht's. Ja, also wie gesagt, solange alle Tränke hier vorrätig sind und ich glaube nicht, dass die im Laufe dieses Runs nochmal leer werden, funktioniert das. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt schnell. Ja. Man könnte vielleicht noch auf unter 4 machen. Es kann aber auch schon sein, dass das zu crazy ist. Ah, erstmal kam mir jetzt immer so ein Schub abbekommen. Jetzt arbeiten die ein bisschen schneller. Wichtig ist, dass nichts durchrauscht. Echt schon wieder die Ecke? Okay, wir müssen da unten gleich mal. Jetzt, wir müssen da unten mal ganz kurz was töten. Die sammle ich mal einmal ganz kurz ein. Ja, ist okay. Wir laufen erstmal kurz los. Was denn, dass immer nur einer auf dem Belt ist, wo ausgelesen wird, dann, wenn es sich staut, geht es nicht. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Muss ich dir mit aller Liebe gestehen. Wo kommen die her? Wahrscheinlich von da unten, ne? Die sind schon aggro. Wir brauchen mal bald wirklich Flüssigkeiten und Lasertürme. Hallo, Herr Unterberg. Oh mein Gott. Einmal kurz auf den Chat geguckt und halb gefressen worden. Ich grüße dich. Hallo. Na, mein Lieber. Schönen Abend gehabt bis jetzt.
bereit in die ja, die sind schnell. Ruinieren zu lassen von mir. Sind das schon die großen? Große Spider oder sind das noch die Medium Spider? Ne, erst sind schon die großen, ne? Blau gleich groß. Blau gleich Problem. Deshalb machen wir die hier auch lieber alle einmal platt. Ich habe keine Fische. Willst du mich verarschen? Holt mal Fische, bitte. Und ganz wichtig, wenn wir die Fische schon haben... Fischi, Fischi, Fischi. Warum sehe ich dich nicht da? Dass wir die hier einmal irgendwo reinpacken. Die musst du zur Not schnell essen können. Also freiwillig, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was du meinst, aber so funktioniert das. Also, für den Moment, das ist okay. Es ist nicht die Lösung, die wir wollen, aber es ist die Lösung, die wir verdienen, wenn wir auf nichts Besseres kommen. Moin, so, auf jeden Fall wird jetzt hier erstmal wieder gearbeitet. Und es ist Forschungsfaktor 1. Also hier ist es scheißegal. Ich könnte auch einmal alle halbe Stunde da reinlaufen und die Labore voll machen. Würde auch funktionieren. Es geht ja nur darum, dass das ein bisschen automatisiert ist. Wenn uns das dann hin und wieder in Probleme bringt, dann ist das halt einfach so. Das ist nichts, vor dem wir uns schämen müssen. Türme ein bisschen schneller schießen lassen, ist auf jeden Fall erstmal vorbildlich. Das machen wir. Seno, du geiler Typ. Darkeks, ich grüße dich. Ja, habe ich auch schon länger nicht gesehen. Wie geht's dir? Guck mal, das bringen wir dann alles einmal weg. Und wie sieht's denn jetzt mit dem Stahl aus? Guck mal, Stahl hat sich mittlerweile auch hochgestaut. Wahrscheinlich, weil wir einfach nichts mehr mit Stahl produzieren, außer hier ein paar Öfen. Ja, und die Öfen dürften auch schon... Ja, guck dir das an hier. Reduzieren wir darauf. Limitieren wir darauf. Nehmen wir hier nochmal ein paar raus. Das funktioniert alles wunderbar. Das ist in Ordnung, so wie es ist. Inventar leeren von Tränken. Ja... Gefällt mir. Theoretisch hast du recht. Aber geht halt nicht so wirklich gut. Was wir machen können, ist was im Auge haben. Das können wir gut. Ich bin gefangen. Lass mich hier durch. Das Inventar von Tränken lernen. Ja, wir haben unendlich großes Inventar. Deshalb ist das nicht so wichtig. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Man kann einmal so machen. Dann hat man hier einen Buffer. Ja. Und dann kann ich hier die Pfoten reinpacken. Dann brauchen wir... Hier einen kleinen Buffer. Ja, nimm's von da, pack's da rein mit einer Kiste. Das ist auch okay. Eine Kiste reicht auch. So, und hier haben wir das Problem. Ist kein Problem. Machen wir im Grunde so, so und so. Und dann haben wir hier das. Zack, zack. Auch eine kleine Buffervorrichtung. Ja, und dann laufen die da rein. Und dann habe ich keine Tränke mehr momentan. Dann bin ich happy. Gut. Haben wir gemacht. Und ich lasse das erstmal so und dementsprechend im Sinne unseres Runs hier muss ich eigentlich ja tatsächlich, wenn ich das ein bisschen verjüngen will, auch so machen und so machen. Jetzt haben die schon wieder keinen Strom da hinten, was nicht so geil ist. Die haben auch keinen Strom. Ja. Wir kommen hier später nochmal zurück, ist okay. Sollen die erstmal so weiterarbeiten, wie sie es jetzt machen. So ist das schon. Oh mein Gott, darauf, auf dich! Ist das ein Bild von dir? Balls, die ausgelesen werden und sobald es sich in die Balls die Lessen zurückstaut, hört alles auf, bis die Balls leer sind, die lesen. Mach mir gerne eine Blaupause, schick sie mir und ich probiere es aus. Freiwillig, weil ich kann dir nicht so hundertprozentig folgen. Und was ist ein Bild von mir? Ist das ein Bild von dir, Herr Unterberg? Was genau ist ein Bild von mir? Wo siehst du Bilder? Was für Pilze hast du genommen? So, guck mal hier, die Suche können wir mal einmal ganz kurz löschen. Da. Okay. So, ich weiß nicht, welches Bild du meinst. Ach so, der rote Trank, das ist ein Bild von mir. Ja, die roten Tränke. Hier, da. Hier sind sie tatsächlich so nicht so schön aufgelöst bei den Montagemaschinen. Wo haben wir sie? Wo bauen wir rote Tränke? Hier. Da sieht man das ein bisschen besser. Da ist er! Na, hier, hier, da, da, da. Kommt hin. Ich mag das, wenn Montagemaschinen mir im Gesicht wühlen. So, okay. Zack, zack, zack. Wie machen wir das? Was machen wir? Einmal kurz check, wo
Geschütztürme sieht eigentlich erstmal gut aus. Ich glaube so... Ah, passt schon. Gut, ist anders, aber passt schon. Ja, im Grunde wollen wir jetzt da hin und ein bisschen Öl fördern. Wobei das halt echt lächerlich wenig ist, ne? So 4 Patches. Vielleicht machen wir das lieber ganz hier drüben. Wobei, wir haben eigentlich gesagt, dass wir die hier wollen, ne? Wir gehen nach da links, weil Rohstoffförderung, habe ich gesagt, in diesem Run ist ein bisschen eine Sondersituation. Rohstoffförderung dürfen wir auch in der Walachei machen. Ich nehme mir Steine mit. Ich nehme mir Raffinerien mit. Wobei, die Raffinerien benutzen wir dann hier. Doch, Chemiefabriken haben wir auch. Chemiefabriken machen wir hier. Genau, die Pumpjacks brauche ich noch. Und ich brauche große Strommasten. Und ich glaube, die sind noch nicht automatisiert. Nee, du bleibst hier. Du gehst jetzt nicht einfach, Glücksdruide. Nee. Ja, doch. Okay, von mir aus. Mach. Mach doch. Produzieren wir den Shit irgendwo? Nö. Sieht nicht so aus. Das holen wir mal eben einmal ganz kurz nach. Kupfer, Stahl und Iron Sticks. Aber unsere Liebe nicht. Brauchen die auch Iron Sticks? Ja, die brauchen beide Iron Sticks. Ist quasi dasselbe, nur... Bisschen komplizierter. Okay, warte mal, aber das ändert ja alles. Alles ändert das. Das bedeutet im Grunde, dass ich jetzt hier die Eisensticks raushole. Hier nochmal eine Reihe. Kupfer brauchen ja auch. Naja, Kupferkabel raushole. Halbseitig reicht. Können wir tatsächlich dann auch lieber so machen. Und so und so und... So, dann haben wir hier das und das. Jetzt brauche ich dann noch Stahl. Jetzt könnte ich Stahl von da nehmen. Ich könnte auch Stahl von da nehmen. Guck mal, liegt ja hier unten rum. Ich dachte jetzt schon, ich muss den Stahl irgendwie hier rausfummeln. Den ich da habe. Aber der läuft hier ja schon unten lang. Das heißt, ich kann so machen. Schon habe ich meine dicken Electric Poles, Digga. Digge Electric Poles, Digga. So fix geht das. Zack, zack. Und fertig. Ja, die müssen wir jetzt noch irgendwo hinpacken. Och, Leute. Freiwild. Aber es ist in etwa so, wie du es gebaut hast, nur ohne Greifarme. Es geht ohne Greifarme nicht. Bitte glaub mir das. Unmöglich. Unmöglich. Warum? Keine Ahnung. Weil ich das behaupte. Nee, ohne Greifarme hast du Probleme. Wie willst du das ohne Greifarme machen? Ja, das ist, genau, bauen so eng, wie es geht. Das ist der, der Run. Wobei, ja, nicht so eng, wie es geht, sondern so Spaghetti-mäßig, wie es geht. Explizit verzichten wir darauf, Dinge zu bauen, die Sinn machen, auch wenn sie sinnvoll wären, weil das irgendwie in der Definition des Wortes schon liegt. Verstehst du, was ich meine? Also wir versuchen nicht eine möglichst kleine Basis zu bauen, die möglichst effektiv ist. Wir scheißen auf Ratios und so, wir bauen einfach alles dahin, wo es uns passt. Und suchen nicht irgendwo gute Stellen dafür, sondern machen das hier. Ja? Das ist nicht effektiv. Darum geht es aber in diesem Run auch nicht. In diesem Run geht es nicht darum, dass irgendwas effektiv ist. Seno steht auch weg. Endlich mal einer, der mitdenkt. Ja, ja, so lobe ich mir das. Moment mal eben, ich werde hier zugespammt. Ex-Freundin schreibt. Antworte ich später drauf. Yay, Nachrichten von der Ex. Ja, Mann! So, da muss ich dann später mal gucken. Ja, jetzt bin ich kurz ein bisschen raus hier. Remember the human. Hier, so, da wollen wir hin. Da gehen wir hin. Habe ich noch ein, zwei Radare auf Tasche? Ja, 7 Stück, das soll auch reichen. Munition. Ja. Munition holen wir mal noch ein bisschen. Wenn ich da, ich will da unten nicht alle Nase lang hinlaufen. Sind die hier gerade schon wieder angegriffen gekommen, sag mal? Oder sind die Leichen ein bisschen... Habe ich nicht genau das Nest vor ungefähr 10 Minuten leergeräumt? Ja, ich habe mir eben schon anhören müssen, dass es dafür tatsächlich zu aufgeräumt ist. Nee, ich habe das kaputt gemacht. Und da unten ist einfach das. Das ist ein bisschen weiter weg. Das Nest machen wir auch nochmal eben platt.
Ja, es soll am Ende ein Block Spaghetti stehen. Ja, das ist so das Ziel. Allzu viele Regeln habe ich mir dafür nicht gemacht. Ich habe mir auch nicht allzu viele Gedanken vorher gemacht. Nur, wie gesagt, weil es mir fällt keine andere Möglichkeit ein. Außenposten, also da, wo wir unsere Rohstoffe herbekommen. Die Außenposten werden halt einfach gebaut, weil wenn du dir das hier oben anguckst, ich kann halt nicht die Fabrik bis nach da oben wachsen lassen. Nicht mit Forschungsfaktor 1, das macht keinen Sinn. Ja, Forschungsfaktor 1, die Basis, bis die Rakete steht, wird ungefähr so groß. Also viel größer wird die Fabrik nicht und dann steht das. Ja, da kann man gucken, ob man da nicht irgendwie vielleicht auch versucht, was weiß ich, eine Rakete pro 5 Minuten erstmal als Ziel zu setzen oder. Dass man dann nicht gleich Schluss macht, wenn die erste Rakete im Himmel ist. Aber da wir mit Forschungsfaktor einspielen, muss die Fabrik halt einfach nicht sonderlich groß sein. Ich meine, überleg mal, alles, was wir bis jetzt gebaut haben, all das, was hier unten aufgelistet zählt, das war im Factorio mal 1000 Run ungefähr das, was wir für grüne Flaschen gebraucht haben. Nur grüne, ohne die roten, ohne blau, schwarz und schwarz haben wir nicht gemacht, aber blau und die anderen Farben zusammen, ja. Von daher ist das halt lächerlich, wie wenig man hier eigentlich braucht. Oh, Herr Unterberg, Forschungsfaktor 1, du hast doch Kosten, ne? Wir erforschen jetzt zum Beispiel hier gerade Follower-Robot-Count auf Level 2, was uninteressant ist, ehrlicherweise, aber egal. Und das kostet hier oben 300 Flaschen. 300 rote, 300 grüne, 300 schwarze. Achso, man sieht es jetzt wahrscheinlich wegen meiner Kamera nicht so. Aber du hast ja die Kosten. Wenn wir hier gucken, kannst du es auch sehen, ne? In dem Ding, was hier aufploppt. 300 rote, grüne und schwarze Flaschen kostet das. Mit Forschungsfaktor 10 würde es 3000 kosten, 10 mal so viel. Mit Forschungsfaktor 100 würde es 30.000 kosten, 100 mal so viel. Und mit Forschungsfaktor 1000, das ist das Höchste, was man einstellen kann, kostet jede Forschung halt 1000 mal so viel wie normal, bis auf die erste. Automation für die Montagemaschinen kostet immer nur 10. War früher anders, aber das haben sie zum Glück gefixt. Früher musstest du dann halt einfach mal 10.000 rote Flaschen per Hand craften. Das hat nicht wirklich Spaß gemacht, deshalb hat sich das hier dahin gecheatet. Und dann sind sie dahinter gekommen, dass jo, man sollte das vielleicht, die erste Forschung gibt es für den normalen Preis, diese Automation, dass du Montagemaschinen machen kannst. Aber alles danach quasi, guck mal, ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt nicht zu Problemen führt. Weil jetzt wird es unordentlich, ne? Wenn das Förderband voll ist, wird es unordentlich. Das heißt, ich muss hier eigentlich nochmal was auslesen, Moment. Im Grunde muss ich den auslesen und hier mal kurz einen Decider hinklatschen. Das ist eine einfache Schaltung, das krieg sogar ich hin. Ho, ho, ho. Wo sind meine Decider-Kombinatoren? Habe ich keine mehr? Doch, hier. Ein Decider. Und da sagen wir jetzt einfach wenn dieses Förderband, das wir auslesen, das hier lesen wir übrigens aus, so, hold. Wenn dieses Förderband mehr als 2 irgendwas da hat, gibst du uns ein rotes Licht. Und den Greifarm sagen wir, wenn es rotes Licht über 1 gibt. Nee, wenn rotes Licht unter 1 ist, dürft ihr funktionieren. Ja. Rotes Licht unter 1, ihr dürft arbeiten. So, und das bedeutet theoretisch, eigentlich, dass ihr jetzt arbeiten solltet. Warum gibst du uns ein rotes? Alles ist größer als 2, ist es doch gar nicht. Eigentlich muss anything machen, ne? Ja, jetzt müssten sie arbeiten, korrekt. Jetzt dürfen sie... Nee, immer noch nicht? Warum? Ich mache irgendwas falsch gerade. Machen wir so. So. Also, wenn kein rotes Licht... Wenn rotes Licht gleich 0, dürft ihr arbeiten. Aber sobald hier mehr als 2 Sachen liegen, gibt es rotes Licht und dann dürfen sie kurz nicht arbeiten. Das heißt, wenn ich dann quasi sich das bis dahin hochstaut, muss ich each machen? Warte mal.
ja, es ist tricky. Das Problem ist, er guckt nicht, wie viel insgesamt drauf liegt, sondern wie viel von jeder Sorte. Und er hat gerade, wenn du es so einstellst, guckt er, ist irgendeins über zwei. Also ist grüne Tränke über zwei oder ist schwarze Tränke über zwei. Wenn aber zwei grüne und zwei schwarze da liegen, kriegst du zweimal das Signal zwei. Aber keins davon ist ja über zwei, weil du zwei verschiedene... Du hast zwei Zweier-Signale. Das heißt, keins der Signale ist über zwei, weil es ja nur zwei ist. Das heißt, es könnte so richtig sein. Hier auch nicht. Wie kann man das denn noch machen? Ach so, da muss ich erst sagen, quasi, gib uns das als Anzeichen, nicht gib uns ein rotes Signal, sondern gib uns alles, was du hast. Und zwar hier, alles. Du gibst alles aus und jetzt haben wir... Ah, auch nicht. Brauche ich dann arithmetischen? Und ich eben noch so, das ist einfach, was ich jetzt machen will. Das Problem ist, dass ich quasi einmal zählen muss, alles, was drauf liegt. Und nicht einzeln. Er betrachtet das momentan einzeln. Ich will aber, dass er alles zusammen sich anguckt. So, dann nehmen wir einen arithmetischen. So. Und lassen den da reinlaufen. Und im arithmetischen sagen wir jetzt, alles, was du kriegst, rechnest du mal minus 1. Und gibst uns das als, was weiß ich, A für Anzahl aus. So, und jetzt seht ihr das. Jetzt hat er die zwei grünen und die zwei schwarzen und gibt uns deshalb 4A. So, und mit den 4A können wir arbeiten. Da sagen wir nämlich jetzt den Decider-Kombinator quasi hier. Die Info kriegst du und diese Info gibst du weiter an die Greifarme. Den sagst du jetzt, wenn A über 2 ist, also wenn davon irgendwas mehr als 2 liegt, dann gibst bitte ein rotes Licht. Den Greifarm sagen wir, solange du kein rotes Licht hast, darfst du arbeiten. Wenn du rotes Licht hast, musst du aber aufhören. Jetzt müsste das theoretisch, genau, funktionieren. Sie arbeiten, sie arbeiten, sie arbeiten. Und jetzt hören sie auf. Genau. Solange hier blockiert ist, hören sie auf. Das ist gut. Jetzt geht's wieder weiter. Sobald da zu viel ist, kriegen sie rotes Licht und dürfen nicht arbeiten. Ja, perfekt. So ist die. Du musst es halt einmal vorher umwandeln, ne? In A's. Und das A guckt, wie viel liegt da jetzt drauf. Und sobald das über 2 ist, zack, 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 gibt es immer kurz rotes Licht. Und dann dürfen die kurz nicht arbeiten. Aber so ist gut. Okay. Ja, das macht man einfach, damit sich der Kack hier nicht staut. Wobei es so aussieht, als wäre hier schon wieder ein Fehler drin und als wären die roten Tränke schon wieder verbuggt. Obwohl wir genug Strom hatten. Ich sammle das jetzt einmal weg. Es sieht übrigens auch so aus, als würde ich nicht schnell genug produzieren. Was ein Problem in sich selbst ist, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, diese Schaltung funktioniert nur, solange wir genug Tränke von allen Farben haben. Haben wir aber dann eventuell nicht auf ewig. Ich meine, noch haben wir hier auf Vorrat, ne? Aber ist okay. Wir beobachten das weiter, das ist alles nicht perfekt, aber muss es ja im Endeffekt auch nicht sein. Und ja, die Labore irgendwo anders neu bauen wäre das Sinnvollste, aber wir wollen hier nicht sinnvoll sein. So, wir gucken uns das jetzt einmal an, im echten Durchlauf, es füllt sich. Und jetzt dürfen die halt nicht mehr arbeiten. Das ist wichtig. Weil es muss hier immer ein Rhythmus zu sehen sein. Der übrigens schon wieder nicht gewährleistet ist, so wie das aussieht. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ist interessant, dass die Sachen nicht direkt wegrutschen. Forschen wir nicht? Steht es echt gerade still? Ja, die meisten Sachen hier forschen nicht. Gar nicht, weil ich so lange keine Militärforschung angekommen ist. Jetzt geht es ein bisschen wieder vorwärts. Jetzt staut sich's wieder. Arbeitet mir nicht schnell genug hier. Euch fehlt Militärforschung. Ah, die Roten stauen sich hier. So muss das aussehen. So soll das eigentlich sein. Warum fehlt Militärforschung? Das ist crazy. Ich weiß gar nicht warum. Okay, drauf geschissen. Wir leiten die Flaschen zurück. Wir machen da jetzt Sushi draus. Wir leiten die Flaschen zurück. Alles, was nicht verbraucht wird, läuft hier wieder rein, wird hier wieder durchsortiert.
Ich muss nur hier vor schon einmal sortieren und sagen, Output rechts, schwarze Tränke. Wo haben wir euch? Schwarze Tränke? Und die gehen dann da rein und gehen da rein. So. Falsch. So. So. Dann sortieren wir das halt hier zurück. Drauf geschissen. So. Funktioniert's auch. Und nu? Man kann sich's auch kompliziert machen. Genau. Und jetzt funktioniert's hier wieder. Jetzt sind hier ein paar Grüne raufgerutscht. Das ist nicht so schlimm. Kurz weggesammelt. Das heißt, schwarze Tränke da rein, grüne Tränke da rein, rote Tränke da rein und Bingo war sein Name. I-A, 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 O. So, und jetzt haben wir hier quasi einen Rundlauf und dadurch, dass wir einen Rundlauf haben, sind hier auch immer genug Sachen unterwegs und funktioniert schon. Und dadurch, dass wir hier diese Sortiermaschine haben, kommen sie wieder in einigermaßen gleichen Verhältnis rein und wir haben das Problem quasi gelöst. Solange ich die Sachen hier reinlaufen können, aber das können sie unproblematisch. Und um das sogar noch ein bisschen zu besser zu gewährleisten, könnten wir zu wenig Platz. Ist zu wenig Platz, okay. So, wir haben auch alles erforscht. Bo-bo-bom. Cool, ne? Das heißt, jetzt kann ich quasi sogar einmal hinlaufen und kurz sagen, hört auf, weil ich kann nichts mehr erforschen, momentan. Ja, Schluss. Lust mit Schlustig. Wir können momentan nichts erforschen, da es uns daran mangelt, dass wir blaue Flaschen haben. Deshalb müssen wir uns jetzt auch um die Flüssigkeiten kümmern. Dafür brauche ich aber, habe ich gesagt, erstmal Munition. Und so ist das in Factorio. Man wird schnell abgelenkt. Auf jeden Fall, wenn man Seno heißt. Wir brauchen Munition. Munition liegt hier irgendwo in einer Kiste. Irgendwo in einer Kiste hier. Ich nehme auch mal alles an Munition mit. Geschütztürme haben wir 88 Stück. Das sollte reichen. Das passt. Und dann laufen wir da jetzt runter, können auch mal die Strommasten mitnehmen, die in der Zwischenzeit entstanden sind. Die haben wir hier. 224 Stück. Und da sind wir auf der sicheren Seite und können loslaufen. Ey, komm her. Dann machen wir da Stahlkisten. Okay. Und dann laufen wir von hier los. Mauern 500 Stück. Ich weiß nicht, ich kann ja auch noch mal ein paar hinterher produzieren. Und dann gehen wir quasi von hier aus los mit dem Strom. Jetzt hast du doch quasi einen Sushi-Kreislauf. Jetzt habe ich einen Sushi-Kreislauf, ja. Nicht nur quasi, sondern ziemlich genau. Ich habe vorher nicht daran gedacht, das einfach zurückfließen zu lassen. Ich dachte, wir schaffen das vom Platz her nicht. Ich habe nicht daran gedacht, dass ich das ja auf die rote und grüne Diespanner laufen kann. Lassen kann. Zu meiner Verteidigung, die waren davor aber auch voll. Also wenn du guckst, dieses Förderband hier, über das wir es jetzt zurücklaufen lassen, dieses hier, war davor vollgestopft. Das heißt, wir hätten es nicht einfach so seitlich rauflaufen lassen können. Aber dadurch, dass wir jetzt einmal ordentlich weggehauen haben und da unten auch zwischenbuffern, staut sich das hier nicht mehr. Bis wir blaue Tränke haben, wird sich das wahrscheinlich stauen, weil die Kisten dann ja voll sind. Und dann muss ich quasi erstmal wieder mit dem, ja, im übertragenen Sinne mit dem Plüppel ran. Nee, wie heißen die Dinger? Ömpel? Auf dem Klo? Und dann müsste es gehen. Oh mein Gott, bitte sag mir, ich habe die Mod installiert. Schritt 1, Steine und Bäume weg. Schritt 2, auf die drei Punkte gehen. Pump, oh, ich habe es installiert. Pump, gib her. Dazu muss eins von den beiden weg. So, Pump, komm her. Und wir können jetzt mit Pump hier rüberziehen. Und Pump baut automatisch so, dass alles mit Förderbändern, mit Rohren verbunden ist. Geile Mod. Kann ich euch nur empfehlen. Pump heißt die. Oh, pump it up. Do the jam. Bam, bam, bam. So und so und so. Kriegen die alle ein bisschen Strom und dann baggern wir das hier gleich dicht. Alle versorgt. Mir fehlt es ein bisschen an Untergrundrohren. Toll. Produziere ich, habe ich aber nicht eingesammelt gerade. Habe ich nicht dran gedacht. Rohre hätte ich allgemein vielleicht mal einpacken sollen, wa? Aber nur gut. Nur gut ist halt so. Wie sieht das mit den normalen Rohren aus? Die habe ich auch nicht dabei, ne? Alles gut. Normale Pumpen hätte ich vielleicht auch mal bauen oder automatisieren lassen können. Ne? Machen wir. Wir gehen nochmal kurz zurück. Weil ich hier halt nicht allzu oft nochmal runterlaufen will, mache ich einmal
da ein bisschen. Wir machen Doppelmauer, weißt du was? Wir machen Doppelmauer. Junge, Doppelmauer. Ey! Jetzt verarschen sie mich. So, Doppelmauer. 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 Und dann kommen wir hier mit Geschütztürmen längs. Drei in jede Richtung. Da nochmal ein. Da nochmal ein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Machen wir so. Hopp, 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 hopp. Hopp. Und ich glaube, meine, das könnte wahrscheinlich sogar schon reichen. Zack, machen wir hier eine kleine Eingangstür, nehmen unsere Radare, schmeißen A1 und A1 hin. Damit wir nicht so lange warten müssen, würde ich auch sagen, machen wir einfach schon mal eine Pumpe und einen. Ich habe keine Storage Tanks mitgenommen, ne? Ich bin ja auch ein Held. Nee, aber die haben wir oben liegen. So, dann fließen wir hier ein bisschen, dass wir ein bisschen schneller laufen können. Gehen einmal an der Küste lang und dann habe ich gesagt, Rohre brauchen wir. Wir brauchen Storage Tanks und wir möchten rausfinden, welches Gebäude gefressen wurde. Ah, ist schon wieder weg hier gerade. Und wir möchten Storage Tanks, Untergrundrohre, normale Rohre und wir wollen Pumpen automatisieren. Pumpen brauchen Motoren, das ist interessant. Mit Motoren arbeiten wir halt noch gar nicht. Motoren brauchen Rohre, Zahnräder und Eisenplatten, wenn ich mich nicht täusche. Stahlzahnräder und Pipes. Haben wir eigentlich alles hier, die bauen wir dann auch hier. Da oben habe ich ja sogar noch eine Kiste, wo wir die erstmal reinpacken können. Check. Check, check, check. Ich würde das so machen. Ein höher. Und dann können wir das wie folgt machen. Eisenplatten rein für Zahnräder. Zahnräder raus. Zahnräder hoch. Zahnräder rein. Machen wir vielleicht sogar so. Kommt hier noch ein Akku hin. Kommt hier ein Strommast hin. Dann nehmen wir hier Motoren, die normalen. Und die brauchen dann natürlich noch von da jeweils Stahl und von da die Rohre. Zack, kriegen zwei Lampen hier hin. Und im Grunde schmeißen wir dann hier die Motoren. Scheiße. Bleib hier. Nein. So. Schmeißen dann hier die Motoren raus. Laufen hier rüber. Laufen hier hoch und packen die da rein. Packen da noch eine Lampe hin. So, also da vielleicht noch den Strom hast. Und dann laufen hier die Motoren erstmal rein. Wobei, stopp! Moment, Moment, Moment. Bullshit. Da kommen nicht die Motoren rein, sondern die Pumpen, die wir bauen. So. Und die brauchen dann auch noch Stahl und Rohre. Und das machen wir, indem wir den einen Filtergreifer benutzen, den wir haben. Dem sagen wir jetzt hier, du nimmst die Rohre, bitte, irgendwie, hier. Rohre, raus, 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 raus. Auf welche Seite legt das Ding? Mal ganz kurz gucken, auf die untere, ne? Auf die linke, glaube ich, immer. Ist auch egal, wir machen so. Da sind wir auf der Nummer, auf der sicheren Seite. Gut, dann haben wir Motoren und Rohre hier oben. Motoren und Rohre sind gut, dann braucht das Ding noch Stahl, korrekt. Stahl haben wir hier. Montagemaschine dahin, du schmeißt das darüber, du nimmst das da rein, du kriegst Strom,
Du läufst darüber und das läuft da rein und du machst mir moderne Pumpen. Das geht darüber, das geht darüber und wir wickeln das hier rein. So. Und jetzt, Motoren werden gebaut. Zack, 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 zack. Motoren laufen hoch, Motoren laufen rüber. Hier landen Pumpen drin. Die bauen auch immer nur einen Motor, oder? Immer nur einen, ja, passt. So viele Pumpen werden wir nicht brauchen. Bauen wir 100 Stück oder was? Sind wir durch. Ha, sehr schön. Sehr schön. Ja, Ast führt. Und hier haben wir jetzt Pumpen. Was ich da noch haben will, habe ich gesagt, wir brauchen definitiv Storage Tanks hier oben. Nehmen wir mal 100 Stück mit. Reicht wahrscheinlich fürs ganze Spiel. Dann habe ich gesagt, brauche ich Rohre. Die produziere ich, glaube ich, hier unten. Und dann haben wir hier einmal eine Kiste mit normalen Rohren und einmal eine Kiste mit Untergrundrohren. Jeweils über 1000 Stück. 1000 Untergrundrohre, 2000 normale Rohre. Reicht für das Let's Play. Okay? Sind wir quasi auf der sicheren Seite. Was sind Tore? Tore will ich da nicht. Hier können wir alles noch ein bisschen zuklustern. Hier fehlen auch noch ein paar Lampen. Wenn man hier schon mal rumsteht, ne, kann man hier auch noch mal kurz ein bisschen designen und Deko machen. Da kommt später bitte ein Dings hin. Okay. So weit, so gut. Da kommt noch ein Lämpchen hin und da oben kommen noch ein paar davon hin. Was wir hier machen, da hatte ich schon mal geguckt. Ne? Da gab es keine so befriedigende Lösung hier irgendwie. Wir können so machen und wir können den da hinklatschen und wir können den da hinklatschen. Da eine Lampe hin, da eine Mauer. Und da Mauern. Davon zwei Stück hin. Da so einer hin. Da so einer hin. Da so einer hin. Da so einer hin. Okilidokli. Zack, 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 zack. Da haben wir auch noch einen Lampenplatz, sehe ich gerade da. Okay. Rohre, Pumpen. Tanks, Untergrundrohr. Ja, im Grunde alles, glaube ich, was wir da unten haben wollen. Die Pumpen haben wir hier. Da, da. Ah, 10 Stück, komm, ist geschenkt. Gut, dann mache ich hier nochmal einen frischen mit allem, was wir hier so brauchen. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen die und die und die und die und die Pumpen. Wo sind die Pumpen? Die Pumpen. Wo haben wir die Pumpen? Wo haben wir die Pumpen? Und von mir aus brauchen wir auch nochmal eine Reihe Offshore-Pumpen. Die packen wir dann auch nochmal mit hin. So. Und dann haben wir quasi unser Gepäck gepackt für alles, was wir für die Flüssigkeiten brauchen. Hallo, der Berliner. Wow. Das ist auch schon ein bisschen her. Wie geht's dir? Der Berliner, an dich erinnere ich mich tatsächlich ziemlich gut. Es gibt so Leute, die vergisst man, ohne das Böse zu meinen, aber es kommt halt echt viel Laufkundschaft so im Laufe von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auf so einem Kanal zusammen. Aber an dich erinnere ich mich. Du warst einer der Ersten, der jemals da war. Wie geht's dir, mein süßer Honigkuchen? Guck mal, jetzt können wir nämlich anfangen und hier eine Pumpe hinbauen. Wir können diese Pumpe da reinlaufen lassen. Diese Pumpe lassen wir da reinlaufen. Diese Pumpe lassen wir Ich kann keine bauen, ne? Mir fehlen Schaltkreise, glaube ich. Doch, ich kann welche bauen. Sehr schön. Guck mal, das geht hier rein. Nein, hier rein. Ja. Kommt hier raus. Kommt da wieder rein. Wir gehen da weiter hin. Nach da machen so und so. So, und ich muss den ganzen Scheiß jetzt halt irgendwie erstmal in die Basis holen, weißt du? Von hier, weil ich da hinten ja produzieren will. Und das müssen wir irgendwie schön mit Pumpen machen. Da gibt es jetzt auch elegantere Möglichkeiten. Gar keine Frage.
Aber mir gefällt die Idee gerade, wie wir das hier machen. Landfill könnte ich da unten eigentlich auch mal abspeichern. Ist jetzt nicht so viel, was ich hier habe, aber ein bisschen brauchen wir. So geht's ja nicht. So. Auf jeden Fall werden wir keine Speicherkapazitäten haben. Wo ist denn unsere Basis? Oh mein Gott, ist das noch weit. Scheiße, ist das noch weit. Wie es mir geht, wie Dünnschiss scheiße, aber läuft. Und selber hast du dir Corona eingefangen, oder was ist das? Was ist da los? Wir brauchen deutlich mehr als 11 Pumpen, habe ich gerade mal so spontan beschlossen. Ja. Ach, der Berliner, mir geht's. Letztes Jahr war rough, ja, Ende letzten Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen. Freundin hat mich verlassen, verschiedene andere Sachen, die nicht unbedingt hier in den Stream gehören, sind vorgefallen, die nicht so cool sind. Ein Entwickler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, an einer App hat sich zurückgezogen. Und da sind einfach ein paar Dinge, die hätten besser laufen lassen können. Also Ende letzten Jahres war echt rough, Ende 2021. Aber jetzt sind wir ja alle bereit für 2022 und da wird alles besser, habe ich beschlossen. Ne? So ungefähr dachte ich mir das. Guck mal, Strommasten nehmen wir mit, sind auch 200 Stück. Lecker Schmecker. Und hier nehmen wir die Pumpe mit. Wie viel haben wir da jetzt? 18. Das ist tatsächlich nicht ganz genug. Das ist ein Baden wenig. Auf der anderen Seite muss ich jetzt ja auch mit aller Liebe sagen. Kann ich theoretisch auch einfach doppelt so viele Motoren herstellen. Ich muss so ein bisschen tricksen. Aber genau dafür sind wir ja hier. Trick 1, Trick 2, Trick 3. So, dann machst du so und machst so und dann haben wir hier noch bestimmt noch ein paar Lampen für dich. Gut. Guck mal, und es strahlt und wir machen doppelt so schnell Motoren und damit haben wir doppelt so schnell Pumpen. Weil ich werde tatsächlich mehr Pumpen brauchen, als ich dachte. Wir könnten auch mit deutlich weniger Pumpen arbeiten. Würde komplett gut funktionieren. Aber ich habe jetzt eine bestimmte Herangehensweise, die ich hier unten durchziehen will. Und die will ich jetzt auch durchziehen. Und deshalb ziehen wir die auch einfach durch. Ne, ihr werdet das gleich sehen. Oder ich glaube, ihr könnt es auch schon erahnen, wie wir das da unten machen wollen. Ich könnte kotzen, bin wieder am Factorio zocken und genervt, wenn ich mein Modpack nicht zusammenstellen kann, weil ein Mod dem anderen Mod im Weg steht. Könnt kotzen, dass das bis heute noch keine Lösung gibt. Naja, doch. Du musst halt nur... Wenn zwei Mods, ja, zum Beispiel dasselbe Erz oder whatever modifizieren, dann musst du halt entscheiden, welche Modifikation als letztes greift. Und das kann dann entweder gut oder schlecht sein. Und glaub mir, Factorio-Modden ist ein fucking piece of cake, wenn du es vergleichst mit zum Beispiel Skyrim-Modden. In Skyrim, ich erinnere mich an diese ganzen fucking Fairverweise und Patch-Mergen und wenn du Skyrim gemoddet hast, schockt die Factorio nicht mehr. lass es mich einfach so sagen. Skyrim ist da wirklich ähnlich wie Fallout, aber ich fand Skyrim immer noch mal ein bisschen schlimmer. Wobei beides eigentlich auf demselben Ding ist. So, guck mal, wir gehen hier lang und hier lang und hier lang. Und schon ist das gut. Es ist kompletter Bullshit, den ich jetzt mache. Ja, hundertprozentig, tausendprozentig unnötiger Scheiß, den ich jetzt mache. Aber wir machen es. Und zwar... Machen wir jetzt immer so. Und so. Ihr müsst schon irgendwie Licht haben.
Ich hätte mir das gleich am Anfang einmal als Blaupause machen sollen. Scheiße, jetzt habe ich das Problem. Na dann. Die sind noch immer drei Felder lang. Das heißt, ich kann noch immer dasselbe, denselben Aufbau machen. Ich kann immer meinen Decider nehmen hier. Wo haben wir ihn? Da ist mein Decider. Dann kann ich meinen Decider nehmen und dahin klatschen. Dann kann ich meine Lampe nehmen und dahin klatschen. Zur Not mache ich da nochmal Strom hin. Dann verkabel ich das so und so. Und dann sage ich, wenn Öl über 24.500 ist, gib du uns ein Licht der Grünheit. Und hier sagen wir, wenn du ein Licht der Grünheit hast, leuchtest du bitte grün. Theoretisch praktisch gut. Zack, zack, zack. So, das machen wir jetzt überall hin. Es ist kompletter Scheiß, ja. Aber das ist okay. Ich hab Bock drauf, deshalb machen wir das. Da passt es jetzt nicht so gut. Machen wir da noch einen ran und da noch einen ran. Ja, hier passt das auch nicht so gut. Es muss auch nicht immer hundertprozentig passen. Was ist jetzt schon wieder los hier? Police, Freiwill, hab jetzt extra für dich geschaut, dass mein Laptop wieder geht, damit ich dir eine Blaupause machen kann. Hast du es denn gemacht? Mods schreiben ist auch super angenehm im Vergleich zu Skyrim. Damit habe ich keine Erfahrung. Selber geschrieben habe ich Mods noch nicht. Da weiß ich nicht, inwiefern sich die beiden Games quasi die Klinke in die Hand geben. Aber ich kann es mir vorstellen. Skyrim ist halt schon eine andere Hausnummer einfach. Ist halt auch ein komplett anderes Genre. Ich meine, was will man erwarten? Wie gesagt, es wäre deutlich schöner gewesen, wenn ich hier mit einer sauberen Blaupause von Anfang an gearbeitet hätte und nicht hier so midway mein Geist geändert hätte. Aber ist mir egal. Dadurch haben wir jetzt hier tatsächlich sehr viele Strommasten. Aber ihr wusstet es vielleicht noch nicht. Wir spielen ja den Spaghetti-Run. Von daher ist mir das auch egal. Machen wir einfach. Du bist verbunden, du bist verbunden, du bist noch nicht verbunden. Zack, du bist... Du kriegst keine Verbindung, du kriegst eine, du kriegst eine. Du kriegst eine, du kriegst eine. Yes. Da oben. Dahin, dahin, dahin. Uah, wir müssen kurz warten, bis die fertig gebaut sind. Dann machen wir auch gleich Feierabend, Leute. Ich bin nämlich eigentlich um 10 verabredet. Und wie spät ist es? 8 nach 10, ja. Das heißt, wir machen hier gleich Feierabend. Ne, wir machen jetzt hier Feierabend, Leute. Ich will die Person nicht so lange warten lassen. Und dann bauen wir morgen quasi weiter und holen hier die das Öl, was wir da unten ernten, sind jetzt auch schon 100.000 oder 50.000, 200.000. Geht flott, wie sich das füllt, wa? Scheiße, ey. Gleich schon alles voll. Aber noch verarbeiten. Guck mal, seht ihr, wie schnell sich hier der Tank füllt? 16.000, 17.000, 18.000, 19.000. Das ist schon crazy für Vanilla-Faktor, jo. So, das läuft ja dann alles hoch. Das lassen wir dann hier hochlaufen und wahrscheinlich bis hier, da wo wir mit unseren Tränken arbeiten, bis hier. Und da versuchen wir wahrscheinlich irgendwie unsere Ölraffinerie reinzuklatschen. Na, begutachten wir den Schlamassel nochmal hier ein bisschen rausgezoomt. Ist halt alles noch relativ... Wir sind auch erst 12 Stunden oder 13 Stunden jetzt into the game. Warte, aber jetzt kann ich hier die restlichen Dings nochmal anschließen. Auf jeden Fall die nächsten 10. Der ist... Guck mal, hier leuchtet es auch schon grün. Darauf wollte ich hinaus. Na, immer wenn einer über 24.000 an halb Öl geladen hat, Maximalleistung ist 25.000, dann geht das hier an. Und dann geht uns ein Lichtlein auf. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn Tabaluga TV dir eine Klage um den Kopf haut. So, dann verabschiede ich mich erstmal. Danke für die Abos, die heute reingekommen sind und danke für die Bits, die gespendet wurden. Das geht natürlich hauptsächlich in deine Richtung, Freiwild. Vielen lieben Dank. Ich bin im Moment beim Uploaden, Freiwild. Schick es dir dann auf Twitch. Nicht auf Twitch. Schick es mir lieber morgen, wenn ich stream oder auf Discord. Aber mach lieber morgen, wenn ich live bin. Auf Twitch gucke ich meine Nachrichten nicht an. Ich wünsche euch was, Leute. Habt einen schönen Abend, gute Nacht. Bis bald. Bye, bye.